sterben, sagte mein Freund. Das hat er von Goethe, von wem der es hat, weiß ich nicht. Was wollen die Herren eigentlich? Neapel ist doch eine ganze Stadt. Ah, da hinten ist auch der Vesuv. Den liebt mein Freund besonders, vielleicht weil der auch Rauchen aufgegeben hat. Die Wolke täuscht, rauchen heute die Schlote der Fabriken. Das ist er nicht, mein Freund, der blickt nie so traurig drein, das sind Hochzeitsreisende. Wer fotografiert, hat mehr vom Vesuv. Santa Lucia, das ist es. Und da, da sitzt mein Freund. Ja, ja, die italienischen Bullen. Ein Segelboot hat er auch, damit er überall mehr rankam. Oje, Trümpf. Nur Ruhe, die sind 2000 Jahre alt. Das macht ihn wieder interessant. Pompeji. Das hat der Vesuv zerstört, als er noch raucht. Die Leute konnten bauen, damals. Von ihrer Kunst leben die Architekten heute noch. So sahen die Männer vor 2000 Jahren aus. Und heute, na, reden wir nicht davon. Da ist er wieder, mein Freund. Kaum hat er den Vesuv gesehen, will er zum Ätna. Aber er segelt hin. In der Eisenbahn wird er nämlich immer seekrank. Der Ätna, 3300 Meter hoch, na, viel Vergnügen, der Aufstieg findet bei Nacht statt. Als sie in der Morgensonne... Wie? Heiß? Nee, hier oben nicht. Ewiger Schnee, sogar im Krater. Ist das ein Krater, als der noch spuckte? Aber eigentlich spuckt er ja noch. Und in dem Krater, wieder Krater, überall Krater. Der ganze Ätna ist gespickt mit Kratern. Wie ein, na, wie ein Warzenschwein mit Warzen. Was hat er denn da entdeckt? Was Wissenschaftliches? Ja, das ist eine Bombe. Aber keine Angst, eine Kraterbombe. Damit schießt Ätna, wenn er es ernst meint. Mein Freund behauptet, in 1000 Jahren wird die Lava hier sehr fruchtbar sein. Man sollte sich bei Zeiten eine Parzelle sichern. Der dunkle Strich da hinten ist der Lavastrom vom letzten Ausbruch. Für die Presse war es eine Sensation, noch es war nur halb so schlimm. Aber das ist ein Lavastrom, 300 Jahre alt, 9 Meter hoch und 40 Kilometer lang. Schnell noch einen Blick auf den Ätna, man erwartet uns bei Sonnenaufgang bei den Liparischen Inseln. Übrigens, der Dicke da, das bin ich. Die weißen Berge sind ganz aus Bimstein. Steinbrüche müssten Sie eigentlich kennen, aus dem Film Vulcano. Natürlich ist das hier gar nicht die Insel Vulcano, sondern Lipari. Sowas kommt beim Film vor.
lauter Bimsstein. Lauter Scheuerpulver, meine Damen. Abfall. Der liegt später bei Ihnen auf dem Waschtisch. Damit machen Sie die Tintenflecke von den Fingern. Wieder ein wissenschaftliches Experiment. Nein, sowas. Bimsstein schwimmt wirklich. Wir auch. Nach der Insel Vulkan. Sucht er nur schon wieder. Er behauptet, hier sei alles voller Schwefel. Den gibt's hier in jeglicher Form. Was da blubbert, sind Schwefelgase, die von unten durch den Schlamm kommen. Schwefelschlammbäder seien sehr gesund, meinte mein Freund. Da sollte ich drin baden. Ja, sollte. Aber so eine vulkanische Insel hat's offenbar in sich. Sogar am Strand blubbert's. Mal messen, ob die Erde Fieber hat. Sie hat. Kocht sogar das Meer. Und da der Teufel hummert. Der Stromboli, der schönste von allen. Weiße Häuser auf schwarzer Lava. Sie sehen eigentlich ganz afrikanisch aus, diese dachlosen, weißen Würfel. Kein Baum und fast kein Strauch. Und die Fische sind auch selten geworden. Drei hat er gefangen. Man muss schon recht anspruchslos sein auf Stromboli. Einmal in der Woche kommt ein Boot. Das ist das Ereignis. Sonst geschieht nichts in dem kleinen Nest. Fremde wirken als Sensation. Wir ganz besonders. Viele Häuser stehen leer, die Leute sind ausgewandert. Für 10 Mark können sie ein Haus kaufen. Und dabei sieht von weitem alles ganz freundlich aus. Der weiße Punkt, der da krabbelt, ist mein Freund. Er sucht den Weg. Der kürzeste ist ohne Zweifel die Aschenbahn. Sie führt vom Gipfel direkt ins Meer. Wissenschaft. Die dicken Steine sind Lava, dies hier ist Asche. Sie fliegt offensichtlich manchmal bis hier. Nur Geduld, das erleben Sie auch noch. Schnell bevor die anderen kommen, einen Blick vom Gipfel in die Krater. Na schön, noch einmal. Sieben Kreise.
Krater sind's. Und alle paar Minuten gibt's eine Eruption. Da herumfliegt, ist glühende Asche. Das sind die Pforten der Hölle.